Wir befinden uns auf dem Weg zu den Kurinseln. Derzeit sind wir auf einem kleinen Handelsschiff mit Captain Ahab als Kapitän. Sein kleines Handelsschiff heißt aber nicht Moby Dick, sondern Weißer Wal. Nachdem wir hier mal in seine Kajüte geschnuppert haben, werden wir ihn auch gleich ansprechen, um für Proviant zu sorgen und noch weitere Erkundigungen abholen. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo Captain, ich komme von der Albatros, einem Kriegsschiff König Robers II. Hallo, mein Name ist Ahab. Ich kommandiere dieses Handelsschiff, das von den südlichen Inseln kommt. Darf ich erfahren, wohin ihr wollt? Natürlich. Wir sind wieder auf dem Weg nach Hause. Zuvor waren wir im östlichen Archipel, und zwar im Königreich Drakona, und segelten dann zu den Chorinseln. Doch nach dieser weiten Reise zieht es uns jetzt wieder nach Hause. Aha. Gibt's denn noch weitere Informationen? Seid ihr Schiffen der Orks begegnet? Nein, sind wir nicht. Seltsam. Seid ihr sicher, Captain Ahab? Ja, verdammt. Wir sind schon seit langem keine mehr begegnet. Ihr seid die Ersten, seit langer Zeit. Na schön, dann gute Reise noch. Gute Reise. Und Mast und Schottbruch, wie wir Seeleute sagen. Schottbruch. Oh, egal. Er hat ein wirklich schönes Kostüm an, also eine schöne Kleidung. Danke, herzlichen Dank an den Kostümbildner hiervon. Und wir haben ja jetzt Herrn Ahab gefragt, aber es gibt nicht vieles, was er uns hätte sagen können, nur halt eben ein paar Orkis oder sowas. Ja, gibt's hier noch was? Ende? Ja. Hey. Ende. Wie komme ich denn jetzt hier an die Sachen ran? Ach so, okay. Hätte ich auch vorher machen können. Hat er doch vorher gewusst. Wie kommt man eigentlich hier in den Laderaum rein? Das frage ich mich. Ich habe was anderes gehört. Vielleicht gibt es hier noch irgendwo einen geheimen Zugang. Das höre ich zum ersten Mal. Habe ich oben was vergessen, eventuell? Mein Gott, da muss er noch laufen lernen. Aha. Nee. Ach, ein altes Steuer. Das ist ja lustig. Gut gemacht. Bin ich gut gemacht. Das ist doch lange bekannt. Tja, dann muss ich wieder rübergehen. Es war genau so, wie du sagst. Da fällt mir gerade noch ein, ich werde mal unten noch ins Lager gehen, weil in der letzten Folge habe ich doch noch mal ein paar andere Proviant-Sachen noch wieder respawned gesehen. Nicht alles glauben, was man hört. Und zwar hier gibt es wieder lecker Brot, Wurst, Base, Käse, noch ein Käse, noch eine Milch und noch ein Brot und ein Schinken. Ja. Yep. Ich wundere mich über yep. gar nichts mehr. Go to sleep. Ja, okay. Das machen wir mal. Bis zum nächsten Morgen. Ja, wo sind denn die beiden Herren Ernst und Dandolo? Ernst, wo war dein Ernst nochmal? Das ist aber jetzt der Ernst hier. Genau, richtig. Hallo Ernst. Hey du. Und, wie sieht es aus? Naja, wieder mal viel Arbeit an Bord. Manchmal ist das hier schon eine ganz schöne Plackerei. Ja, das kennen wir doch schon. Tja. Und der Dandolo? Du musst ihn hier als erstes befragen. Du bist Soldat. Kleide dich entsprechend. Ui, was hat er denn gesagt? Ich bin Soldat, kleide dich entsprechend? Okay, dann werden wir das mal machen. Vielleicht liegt es daran, dass ich hier die falschen Klamotten mal wieder anhabe. So. So, geht's jetzt, Dandolo? Nein, geht immer noch nicht. Hm. What is the matter hier? Da müssen wir nochmal überlegen. Ja, dann fragen wir doch mal. Halt. Und? Hast du endlich mit dem Kapitän sprechen können? Ja, doch er sagte, dass sein Schiff keinem anderen begegnet wäre. So? Seltsam, sehr seltsam. Das kann eigentlich gar nicht sein. Das sehe ich genauso. Zumal sich einer der Matrosen verplappert hat. Verplappert? Ja, der Matrose, der das Fieber hatte, verriet mir, dass sein Schiff mehreren anderen Schiffen begegnet ist.
also einer Flotte? Na bitte, wusste ich es doch. Woher kommt das Handelsschiff eigentlich? Von den südlichen Inseln. Es segelte von dort zunächst nach Drakona und dann zu den Chorinseln. Jetzt will es wieder zurück in den Süden. Sowas hatte ich vermutet. Was? Die südlichen Inseln haben sich gegen König Roba erhoben. Und das Nachbarkönigreich Drakona sympathisiert neuerdings mit den Orks. Das riecht alles nach einer Verschwörung. Ich wette daher, dass dieses Handelsschiff heimlich Geschäfte mit den Orks macht. Was? Doch wie wollen wir das beweisen? Ja. In der Regel weisen sie Schiffe mit einer Standarte ihrer Verbündeten aus, wenn sie gefährliche Gewässer kreuzen. Ich habe aber nirgendwo so eine Standarte auf dem Schiff gesehen. Natürlich nicht. Die haben sie sicher rechtzeitig versteckt, als sie unser Schiff gesichtet haben. Du solltest dir mal Zutritt zum Laderaum des Schiffes verschaffen. Wahrscheinlich findest du das Ding dort. Was ist, wenn man mich nicht in den Laderaum lässt? Dann drohst du dem Kapitän, dass wir sein Schiff augenblicklich versenken werden. Und das wird er bestimmt nicht riskieren wollen. Ja, wir sind ja hier gut mit Kanonen ausgestattet. Herrlich. Okay, also wieder rüber. So, Captain Arp. Jetzt wird gedroht. Nochmal. Seid ihr Schiffen der Orks begegnet? Hey, was soll das jetzt? Ich habe dir doch bereits mitgeteilt, dass wir keinem anderen Schiff begegnet sind. Vergesslich oder was? Nein, vergesslich bin ich nicht. Nur glaube ich dir kein einziges Wort. Was? Du nennst mich einen Lügner? Das nimmst du jetzt sofort zurück, sonst kannst du sogleich Seewasser schlucken. Verstanden? Jetzt riskier mal hier nicht so eine dicke Lippe. Ich weiß genau, dass du mit den Orks Geschäfte machst. Ich? Mit den Orks? Wie kommst du denn auf diesen Blödsinn? Wenn das so ein großer Blödsinn ist, dann hast du doch sicher nichts dagegen, wenn ich mir mal deinen Laderaum ansehe, oder? Doch, ich habe was dagegen. Da unten hast du nichts zu suchen. Verstanden? Und jetzt verschwinde lieber von meinem Schiff, solange du noch kannst. Na schön, es geht auch anders. Wenn du mir nicht augenblicklich den Schlüssel zum Laderaum gibst, werden wir deinen Kahn versenken. Du hast die Wahl. Ha! Und sowas nennt sich die Marine des Königreiches Metana. Dreckige Piraten seid ihr. Nichts weiter. Wie du willst. Ich geh dann mal. Am besten rettet ihr euch sofort in euer Beiboot. Unser Kanonier wird nämlich bestimmt nicht so lange warten, bis ihr fertig seid. Verdammte Bande. Meint ihr, der alte Ahab lässt sich so einfach erpressen? Wenn ihr feuert, feuere ich zurück. Klar? Wohl zu viel Grog gesoffen, oder was? Unser Schiff ist eurem Kahn in jeder Hinsicht überlegen. Das wäre glatter Selbstmord. Weißt du was? Das ist mir scheißegal. Dann gehen wir eben alle drauf. Aber euch werden wir vorher noch ein paar Dinger verpassen. Darauf kannst du dich verlassen. Ja, das will ich sehen. Das will ich sehen. Ihr habt überhaupt gar keine Bewaffnung. Ach Gottchen, doch. Ein niedliches kleines Kanönchen, ne Hans? Hey du! Okay. Ja, das ist jetzt doof, ne? Also zum Laderaum kommen wir nicht. Gucken wir mal, ob es eine Erweiterung im Logbuch gibt. Ja, gibt es. Er ließ sich gar nicht beeindrucken, der Ahab. Der will eine Seeschlacht anfangen. Am besten rede ich mal mit Harald darüber. Ja, okay, wir kennen das Spiel. Schön. Ja, Harald, wo steckst du? Da bist du ja. Jetzt bin ich auch mal sowas von gespannt. Wird jetzt hier eine Seeschlacht stattfinden? Da müssen wir aber neu beidrehen hier. Das hätte er doch besser wissen müssen. Der Captain ist vollkommen durchgedreht. Der Kapitän ist vollkommen durchgedreht. So? Wieso? Als ich ihm sagte, dass wir ihm seinen Kahn versenken würden, drohte er mir sogleich mit einer Seeschlacht. Verdammt, das kompliziert die Sache. Werden wir jetzt seinen Kahn versenken? Wie? Nein, natürlich nicht. Nachher werden noch die Orks auf das Gefecht aufmerksam. Und was jetzt? Mal überlegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaft des Handelsschiffes genauso verrückt wie ihr Kapitän ist. Rede mal mit den Matrosen. Vielleicht sind sie ja bereit, dir zu helfen. Als hätte ich es geahnt.
Naja, der Ahab wird nichts mehr sagen. Gehen wir zuerst mal zu Björn hier oben hoch. Dem Steuermann. Hey du! Was hältst du davon? Was hältst du davon? Was? Von was? Dass ja. Dein Kapitän bereit ist, uns eine Seeschlacht zu liefern. Du hast uns doch zuerst gedroht, unser Schiff zu versenken. Aber das ist doch Wahnsinn. Ihr habt keine Chance gegen uns. Kann schon sein, aber der Captain ist nun mal der Captain und der hat volle Befehlsgewalt auf seinem Schiff. Einen Kapitän kann man auch absetzen. Vergiss es, mit Meuterei will ich nichts zu tun haben, verstanden? Du solltest es dir nochmal überlegen. Nichts da, ich halte zum Captain und damit basta. Oha. Hey! Okay. Ich hab da mal ein... Tut mir leid, aber ich werde dir jetzt keine Fragen mehr beantworten. Alles Weitere musst du mit dem Captain klären. Gut, auch gut zu wissen. So, dann haben wir noch den Hans da hinten, ne? Hey Hans, du? Hey du! Ahab, dreht durch. Ihr solltet ihn absetzen. Das machen wir nicht. Ahab ist unser Captain und damit Schluss. Und wenn er uns befiehlt, gegen euch zu kämpfen, dann werden wir das tun. Hatte eigentlich nicht geglaubt, dass du so wahnsinnig wärst. Ihr habt nicht die geringste Chance gegen uns. Ich hoffe, dir ist das klar. Nun, ehrlich gesagt, ist mir dabei auch nicht so wohl in meiner Haut. Aber was soll ich machen? Hatte ich dir doch bereits gesagt. Ahab muss abgesetzt werden, wenn er so uneinsichtig ist. Kannst du denn nicht noch einmal mit ihm reden? Ich glaube kaum, dass dies noch Sinn hat. Vielleicht doch. Was meinst du? Unser Kapitän ist Mitglied der Überseehändlergilde Araxos. Na und? Die Mitglieder der Gilde tragen einen Ring bei sich, damit sie sich gegenseitig erkennen können. Es wäre daher sehr dumm für ihn, wenn er den Ring verlieren würde. Ahab würde daher jeden Preis zahlen, wenn man ihm diesen Ring wiederbringen würde, wenn du verstehst, was ich meine. Aber wir sollten nicht mehr länger miteinander reden. Man wird sonst misstrauisch und ich bekomme nachher noch Ärger. Nimm mir das bitte nicht übel. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe. Wo ist denn dem jetzt sein norddeutscher Akzent geblieben? Tja, hä? Zugang zum Laderaum. Hans ist nicht bereit, gegen Ahab zu meutern. Björn will auf jeden Fall zu Ahab halten, ja. Mal sehen, entweder hat er diesen Ring bei sich oder in seiner Kajüte. Ach du liebes Läuschen. Was soll ich denn jetzt machen? Das heißt, ich muss diesen Ring besorgen, Leute. Wo soll ich denn den jetzt herkriegen? Ach, da steht er jetzt mittendrin. Es wäre gewagt, seinen Truhenschlüssel zu stehlen. Ich habe ja vorher abgespeichert. Ich mache es mal. Oh, das war knapp. Ja, hab, ne? Das stehst du dumm rum, ne? Dann gehen wir mal hier zur Truhe. Gucken wir mal, ob wir diesen gravierten Ring. Ah ja, Überseehändlergilde Araxos und 350 Gold. Das macht Spaß, das macht Laune, das macht kaltes Seewasser. Und was gibt's hier noch zu stehlen? Nee, sonst nichts. Hihi. Captain, ich hab was für dich. Hey du! Sieh mal, was ich hier habe. Hey, das ist ja mein Gildenring. Her damit. Nein, so einfach bekommst du den nicht von mir zurück. Verdammt, was willst du für den Ring haben? Zunächst mal den Schlüssel, den man braucht, um den Laderaum zu öffnen. Und wenn ich mich weigere? Dann fliegt dein Ring sofort ins Meer. Und das ist dir verdammt tief. Du Mistkerl. Na schön, du hast gewonnen. Hier ist der Schlüssel. Gut, ja, endlich. Über das andere reden wir später. Ja, wir haben jetzt den Laderaumschlüssel. Genau. Und da sollten wir auch nach einer Ork-Standarte gucken. Wir wissen ja alle, wie die aussieht. Jetzt kommt die große Frage, wo geht's denn zum Laderaum hin? Wir haben den Laderaumschlüssel. Irgendwie hier? Nee. Das geht da geht ja nicht auf. Nach kurzer reiflicher Überlegung habe ich mir gedacht, dass dieser Schalter hier für den Laderaum zuständig ist. Jawohl, das ist er bestimmt.
Und dann geht das auf. Und dann können wir reinspringen, Fragezeichen. Mache ich einfach mal. Schön. Oh, der Bug ist aber richtig schön zugänglich. Oh, da ist er. Da ist diese Ork-Standarte. Uah. Sieht da echt übelst aus. Ah, die kennen wir ja. Gut, die haben wir jetzt, die Ork-Standarte. Und gibt es hier noch was? Ein paar Kisten, ein paar Fässer. Das andere haben wir ja vom Deck oben schon geklaut. Nö, alles gut. Fertig. Dann werde ich mal annehmen, dass wir hier hoch irgendwie müssen. Und ja, wie springe ich denn jetzt da hoch? So, die perfekte Stelle habe ich auch gefunden. Und zwar ist das nicht die oberste Kiste, sondern einfach hier. Und dann hier hoch. Jawohl, wir sind oben. Die Ork-Standarte haben wir. Gucken wir mal in unserem Inventar. Da ist er. Wert 1. Nur so ein billiges Teil. Guck, hast du noch was zu sagen? Okay. Ich habe etwas sehr Interessantes in deinem Laderaum entdeckt. So, was denn? Eine Ork-Standarte. Wie mag die wohl nur dahin gekommen sein? Die habe ich mal irgendwo günstig erworben. Na und? Klar, nämlich von den Orks. Jetzt heraus mit der Sprache. Sonst siehst du deinen Ring nie mehr wieder. Ja, ist ja schon gut. Ich bin ja bereit, alles zu sagen, wenn du mir nur meinen Ring wiedergibst. Ich habe das Ding von den Orks bekommen, nachdem ich mich bereit erklärt habe, mit diesen Handel zu treiben. Dafür dürfen wir ungehindert ihre Gewässer kreuzen. Dann sind jetzt die südlichen Inseln, die in der Hand der Rebellen sind, jetzt mit den Orks verbündet, oder was? Davon weiß ich nichts. Die Orks haben nur ein Abkommen mit unserer Händlergilde. Was die Rebellen auf den Inseln tun, geht mich nichts an. Was ist jetzt? Seid ihr der Ork-Flotte vor kurzem begegnet? Ja oder nein? Ja, sind wir. Wir haben diesen ein paar Kisten mit Schwerterrohling, Lebensmitteln und Bolzen für ihre Armbrüste verkauft. Mehr nicht. Na schön. Belassen wir es damit. Wohin will die Flotte hin? Das haben uns die Orks nicht gesagt. Sie sind aber weiter nach Westen gesegelt und werden daher sehr wahrscheinlich an der Insel Korus vorbeisegeln. War es das jetzt? Kann ich jetzt endlich meinen Ring wiederbekommen? In Ordnung. Hier hast du das Ding. Na endlich. Wurde auch langsam Zeit. Eins rate ich dir noch. Komm uns bloß nicht mehr in die Quere. Wenn ich mitkriege, dass du uns an die Orks verraten solltest, werden wir uns wiedersehen. Darauf kannst du dich verlassen. Keine Sorge, ich habe wirklich keine Lust mehr, euch nochmal zu begegnen. Wir segeln sofort weiter nach Süden und werden auch den Orks nichts verraten, dass wir euch begegnet sind. Ehrenwort. Aber könnten wir jetzt die Standarte wieder haben? Sonst machen die Orks Hackfleisch aus uns, wenn wir uns nicht ausweisen können. Bist ja ein ganz schlauer, was? Aber nein, die behalte ich lieber. Dann kann ich auch wirklich sicher sein, dass ihr die Orks nicht mehr aufsuchen werdet. Gute Reise noch. Verdammt. Sehr, sehr geil. Okay, warte mal. Was? Hey, lass mich in Ruhe. Ja, du, der ist schlecht gelaunt. Ja, die Standarte war ja auch wirklich billig. Mal gucken, hey, haben denn die Matrosen noch was zu sagen? Ich wollte Doppelpunkt. Ich wollte... Mann, ich kriege noch Ärger, wenn ich weiter mit dir rede. Lass mich bitte in Ruhe. Ich habe noch mal einen Speicherstand, den älteren, genommen. Und, okay, das Schild will ich nicht haben. Da bin ich zu unflexibel. Und werde doch noch meinen Wunsch erfüllen, indem ich den Matrosen einen aufs Maul haue. Hier, Hans zum Beispiel. Also, klappt doch. Bringt auch Erfahrung. Und jede Menge hat der Futter. Was ist das? Ein Schafsfell. Bisschen Gold. Und eine Sichel. Werden wir ein bisschen was trinken. Soll ich das jetzt mal? Heilung der Besessenheit? Ja, ist voll versuch voll. Versuch das ja nicht nochmal. Doch, ich versuch's nochmal. Okay. So, den Steuermann ein volles Pfund aufs Maul geben. Aber vorher wieder speichern.
Und er hat ein Hämmerchen. Oh, der ist gut. Schmiedehammer ist das. Ey, der hat schöne Sachen. Und ein besonderes Wolfsfell, nö. Auch gut. Herrlichst. So, warten wir, bis er aufgewacht ist. Dann werden wir ihn nochmal fragen. Achso, versucht das ja nicht nochmal. Vielleicht redet er nochmal mit mir kurz. Hey du! Gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ich wollte. Ja, okay. Dann kommen wir wieder zum alten Dialog. Ja, dem A hab einen aufs Maul hauen, das wird schwieriger. Björn? Bist du wieder erwacht? Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ah, ich darf ja keine da Fragen stellen, ne? Tut mir leid, aber ich weiß... Ja, genau, richtig. Herrlich. So, dann werde ich meinen Trank der Besessenheit nochmal trinken. Was auch? Ach, du fühlst dich erlöst. Sehr gut. Jetzt wissen wir auch, wie das mit dem Trank... Was es mit dem Trank auf sich hat. Was war denn das jetzt? Ich krieg dich noch. Wo hast du das? Der kriegt mich noch. Ach, Ahab hat jetzt ein Aggressionspotenzial. Oh, ich sollte eigentlich meine Rüstung nehmen. So, Rüstung erneuert. Oder angezogen. Jetzt komm. Mach doch mal die Tür auf. Es geht bei der gezogenen Waffe nicht. Mhm. Der weiß ja nicht mal. Oh. Ich krieg dich noch. Okay. Dann komm doch mal. Er kann bestimmt gut kämpfen. Aufhören! Sofort! Ja, ich mach kaum Schaden. Der wird nicht gehen. Gucken. Kommt er dann wieder hier hoch? Och, machen wir es anders. Wenn wir mal unsere stumpfen Pfeile mal hier verschleudern an den Herrn Ahab. Weiter geht's. Jetzt haben wir die geschärften und das gibt ein bisschen mehr Schaden. So, wir sind ja kein Unmensch. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich am besten... Ach, die beiden besten hier. Stelle ich komme. Ah, die nutzen das aus. Jawohl. Die wollen nämlich auch noch ihren Captain verteidigen. Na, wie cool ist das denn? Ach, shit. Ich muss aufpassen, dass der Ahab nicht so schnell aufwacht. Was soll's? Los, Ahab. Captain. Oh, ich kann. Oh, Captain, mein Captain. Okay, den haben wir jetzt auch mal hier. Versuch das ja nicht nochmal. Ja, versuch das ja nicht nochmal. Jetzt habe ich den Ahab nämlich auch gekillt. Aufhören! Sofort! So. Hans. Hat denn der jetzt plötzlich seine Waffe her? Versuch das ja nicht nochmal. Aufhören! Ach, die haben sofort sich regeneriert. Na, da ist keine Endloskampf werden. Ich muss nämlich hier wieder raus. Ich mal hier hoch und hier hoch. So, dann können sie sich gegenseitig prügeln. Na, da wollen wir mal den Harald berichten, was es gab. Der Kapitän verkauft Waffen und andere Dinge an die Orks. Ich habe eine Ork-Standarte in seinem Laderaum gefunden. Na bitte. Dachte ich es mir doch. Und was ist mit der Ork-Flotte? Die ist dann weiter nach Westen gesegelt und wird wahrscheinlich an der Insel Koros vorbeikommen.
Gut, dann können wir ja endlich weiter segeln. Und was geschieht mit der Besatzung des Handelsschiffes? Eigentlich hätte die ja eine Strafe verdient. Du hast recht. Und ich habe auch Lord Baldwin gefragt, was wir mit den Kerlen machen sollen, wenn sich unser Verdacht bestätigen sollte. Und was hat er gesagt? Lord Baldwin ist der Ansicht, dass wir die Bande laufen lassen. Die Ork-Flotte ist wichtiger. Zumal es immer sicherer wird, dass sich diese unserem Reiseziel nähert. Unserem Reiseziel? Wohin geht es denn jetzt? Das wird uns Lord Baldwin noch früh genug sagen. Zunächst geht es erst einmal weiter nach Chorus. Na schön. Was ist eigentlich jetzt mit der Ork-Standarte? Soll ich sie an Lord Baldwin übergeben? Die kannst du gerne als Andenken behalten. Als Erinnerung an Kapitän Ahab und seine Mannschaft. Na, darauf kann ich gerne verzichten. Aber vielleicht läuft mir ja der Kerl noch eines Tages über den Weg. Dann werde ich ihm das Ding um die Ohren hauen. Von mir aus. Jetzt aber haben wir keine Zeit mehr zu verlieren. Auf nach Chorus. Jutsch, was, schwimmen? Nee, okay. Oh, sieht auch schön aus. Auf nach Chorus. Oh, Feier. Mal gucken, was es da alles gibt. Ah, hier sind ja auch meine Matrosen. Die Soldaten tragen unsere Uniform mit Stolz. Zieh dich um. Achso, muss ich umziehen. Und du? Du bist Soldat. Kleide dich entsprechend. Okay, dann werde ich mich entsprechend kleiden. Heieieiei. Wo sind sie denn da? Na, die Schräflingsleitung werden wir nicht brauchen. Nun wären wir also auf Chorus. Hast du irgendeine Idee, wie wir an unseren Proviant kommen? Keine Ahnung. Doch frag mal Ernst. Der ist zumindest einige Male an Chorus vorbeigesegelt. Doch wenn du irgendwelche Hilfe brauchst, dann sag mir kurz Bescheid. So, wir sind auf Chorus. Was werden wir jetzt tun? Da wir den Auftrag bekommen haben, uns mit Wasser und Proviant einzudecken, wird es am besten sein, wenn du in das einzige Dorf von Chorus gehst und die Bewohner dort fragst, ob sie uns mit dem Nötigen ausrüsten können. Dann haben wir unseren Auftrag schnell erfüllt und können wieder zurück auf das Schiff. Weißt du, wo dieses Dorf liegt? Soviel ich weiß, führt irgendwo am anderen Ende dieser Insel eine Brücke auf eine etwas kleinere Insel. Dahinter muss sogleich das Dorf liegen. Du kannst es von der Brücke aus wahrscheinlich schon sofort erkennen. Gut, dann werde ich mal aufbrechen. Und was machst du? Einer muss ja auf das Boot aufpassen, sonst kann es uns noch passieren, dass jemand auf den Gedanken kommt, damit zu verschwinden. Wäre nicht so gut, denke ich. Ja, das stimmt. Wann können wir auf das Schiff zurück? Sobald wir unseren Auftrag erfüllt haben, sagst du mir Bescheid. Aber ich bringe dich auch gerne jederzeit auf das Schiff zurück, falls du was vergessen haben solltest. Na, das ist gut zu wissen. Ja, nach dieser schönen Einblendung müsste ich auch wieder Schluss machen. Da hieß es so von wegen, man kann Suppe und Kompott kochen, damit man schneller heilt. Und wir gucken uns mal ein bisschen hier um auf dieser schönen Insel. Da war ja schon gerade was zu sehen. Und hier gibt es auch was zu sehen an Viechern. Schön. Wir erinnern uns, Dandolo kann uns beim Kämpfen helfen. Kannst du mir helfen? Na klar. Komm mit. Tja. Dann werden wir uns aufs Abenteuer begeben. An dieser Stelle mache ich Schluss und sage Tschüss, vielen Dank fürs Einschalten. Gebt mir einen Kommentar und einen Daumen. Bye, bye.